Ich war gerade in Bayern, da wo unser Kollege Maxi ja herkommt, und mir hat da jemand eins von diesen umsonst Wochenblättchen in die Hand gedrückt. Gibt es wahrscheinlich in Solingen auch hier. Das sieht so aus wie eine Tageszeitung, ist halt nur umsonst, mit seltsamen Artikeln drin. Und in diesem Wochenblatt war, man lässt sich nicht lumpen, auch eine Werbung von einem Bestattungshaus, das irgendwie sich zum Motto gemacht hat, zu verbreiten, Vorsorge, eine Sorge weniger. Dass man einfach sagt, wenn man abtritt, dass man sich dann halt keine Gedanken mehr machen muss, wer zahlt jetzt die Beerdigung und so, einfach, dass man sich früher kümmert. Vielleicht eine ganz gute Idee, allerdings ist auf dieser Werbeanzeige, die erste Reihe kann es vielleicht sehen, Werbeanzeige von einem Bestattungshaus, ist eine Suppenterrine abgebildet. Das Weiße hier. Eine Suppenterrine, Deckel ist ein bisschen hoch, da dampft es raus. Jetzt fragt man sich, warum macht das Bestattungshaus Zeller Werbung mit einer Suppenterrine? Die Antwort ist, unter der Suppenterrine steht, du gibst den Löffel ab. Geht noch weiter. Du gibst den Löffel ab. Und wer löffelt die Suppe aus? In der Kauflaune. Ja. Mir fallen immer solche Sachen auf, denn ganz natürlich, ich muss ja als Comedian irgendwas erzählen auf der Bühne. Ja, weil viele fragen sich natürlich, wie wird man überhaupt Comedian, warum macht man so einen Job und keinen normalen? Die Antwort ist bei mir einfach, ich war scheiße in der Schule, aber extrem vorlaut. Und ich erinnere mich noch mal an den ersten Witz, das war in der 6. Klasse. Der Lehrer hat uns erklärt, dass der Vorname Benjamin aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt bedeutet Sohn von Yamin, denn Ben ist die arabische Vorsilbe für Sohn von. Ich, 11 Jahre alt, Entschuldigung, was heißt denn dann Ben Hur? Ja. Gab einige Lacher, aber keine guten Noten. Ich wäre auch unter anderem aus diesem Grund ungern mein eigener Lehrer gewesen. Ich wäre sowieso ungern Lehrer. Ja? Wer wird Lehrer? Warum wird man Lehrer? Ich meine, irgendwie wird es ja ständig. Ich verstehe es nicht. Ich war 13 Jahre auf der Schule. Ja? 13 Jahre, wo du dir überlegst, hey, was mache ich mal? Du hast Traumberufe und so. Ich hatte in 13 Jahren nicht einen Mitschüler, der jemals in der großen Pause zu mir gesagt hätte, Martin, schau dich um. Ist das nicht schön hier? Schule, na? Schule? Und jetzt sind schon wieder diese verkackten langen Sommerferien. Scheiße, ich werde Lehrer. Gab's nicht, aber irgendwer wird immer Lehrer und ich wär's so ungern. Allein was für ein Pack du es heute zu tun hast in der Schule, oder? Lustlos, leistungsschwach, tendenziell gewaltbereit. Und die Schüler auch. Bin ich jetzt gerade abgestürzt oder so? Ja, aber irgendwann immer Lehrer. Und vor allem, ich meine, diese Kinder leisten ja wirklich nichts mehr. Und ich rede jetzt nicht mehr von PISA-Fächern, über die schon so viel geredet wurde, in Deutsch und Mathe, wissen wir. Die können aber noch nicht einmal Sport. Ja? Balancieren können sie nicht. Rolle rückwärts geht nicht mehr, das ist nachgewiesen. Gut, dafür sind manche Kinder mittlerweile halt so fett, dass sie beim Balancieren hinfallen und rückwärts wegrollen. Und das ist ja bitter, ja? Das ist gut, ich meine, die Entscheidung, nicht Lehrer zu werden, wird einem leichter gemacht, wenn du dir die Kinder anguckst. Aber gibt es dann noch was anderes in meinem Alter? Da fragst du dich, willst du sowas auch mal selbst in die Welt setzen? Ja, und ich bin 28 fast, hab eine Freundin, wir verstehen uns gut. Das ist so das Alter, die Situation. Das ist so das Alter und die Situation, wo du mal vielleicht drüber nachdenkst, wie wäre das mit dem Kind, vielleicht sprichst du drüber. Ich bin noch am Nachdenken. Sehr grundsätzlich. Weil ich frage mich auch, wie würde so ein Gespräch ablaufen, wenn es mal ernst wird, ja? Ich frage mich, unterhält man sich dann so zu zweit und sagt so, du, wir sind so glücklich, zu zweit, wir beide. Na, wir zwei? Wie geht so ein Gespräch weiter? Muss man dann sagen, ja genau, und lass uns das kaputt machen, lass uns mindestens drei werden. Und vor allem, liebe Frauen, ich meine ganz im Ernst, wenn ihr mal irgendwie das Gefühl habt, hey, er ist gut drauf, die Situation ist gut, wir verstehen uns gut, und ihr sprecht ihn an und sagt, ich bin so glücklich mit dir zu zweit. Was würdest du davon halten, wenn wir vielleicht irgendwann mal zu dritt wären?
Er wird auf jeden Fall denken, geil, deine beste Freundin oder meine Arbeitskollegin. Da entstehen ganz schwere, irreparable Missverständnisse. Und ich wohne in einer Urlaubsregion, ich wohne in Kiel an der Ostsee. Ja? Und immer am Ferienbeginn, die Väter, die da nach 10 Stunden Fahrt mit ihrer Familie aus den Kombis purzeln, diese Väter sehen nie so aus, als würden sie sagen, ja, sie meinte damals ihre beste Freundin, ja!